erhältst eine Nachricht auf deinem Hololog. Dennis, ich bin's, Libell. Ich möchte gerne etwas mit dir bereden. Könntest du vielleicht bei mir im Büro vorbeischauen? Ich war doch gerade da. Aber gut, ja, gut, dann kehre ich wieder um. Und damit willkommen zu einem neuen Part von Pokémon X. Eine neue Mission soll natürlich jetzt auch starten. Hier beim Privatdetektiv Libell. Hallo. Ah, da bist du ja, Dennis. Hör mal, ich muss dich etwas fragen. Es geht um Mathia. Sie ist seit hier im Büro wohnt, scheint sie ein bisschen gestresst zu sein. Ehrlich gesagt mache ich mir ein wenig Sorgen. Wie siehst du das Ganze, Dennis? Stimmt vielleicht etwas nicht? Könnte sein. Ich verstehe. Dann hat sie dir also etwas anvertraut. Auf dich verlässt sich eben jeder, Dennis. Weißt du, als ich Mathia hier eingeladen habe, da wollte ich einfach nur ihr Beschützer sein. Ich habe mir geschworen, ihr ein guter Vater ersetzt zu sein. Ich hoffe, das belastet sie jetzt nicht. Okay. Kapitel 3, das gestohlene Pokémon. Please, you must help me. My previous Pokémon was stolen. Oh, wenn das nicht einer der vielen Touristen ist, für die diese schöne Stadt so bekannt ist. Gehe ich recht in der Annahme, dass sie aus einem fernen Land zu uns gekommen ist, gute Dame? Gestatten, mein Name ist Libell. Kann ich helfen? Oh, thank God, goodness, you can understand me. I can follow some of the language here, but I can't speak a word. Please, you must listen. My precious, wie auch immer, Pokémon was stolen from me at the station. I heard that this place is a detective agency, so I rushed right over. Please find my beloved Pokémon and get it back for my email. Reality. Gute Frau, ich bin untröstlich, aber könnten Sie wohl etwas langsamer sprechen? I'm sorry to be so abrupt, but I'm in a terrible hurry. I can't return to my home country without my darling Pokémon. And my fly is about to depart. Also wenn ich das richtig kombiniere, und das tue ich selbstverständlich immer, dann wurde diese Dame schrecklich beleidigt. Und soll ich dir verraten, was genau der Stein des Anstoßes ist, Dennis? Soll ich? Die zahlreichen Reisen rund um die Welt haben meine Sensibilität für Fremdsprachen gestärkt. Diese gute Frau ist aufs Äußerste beleidigt, dass wir ihr noch keinen Kaffee angeboten haben. Der Fall ist somit unklar. In diesem Sinne, ich gehe jetzt einen köstlichen Tee kaufen. Unterhalte du bitte unseren Gast, solange ich weg bin. Ja, moin, der hat sie überhaupt nicht verstanden. Das hat er überhaupt nicht. Ja, ihr Pokémon ist halt gestohlen worden und ihr Flug geht bald und sie ist ja hier. Ohne Pokémon kann es nicht los. What's wrong with that man? He hasn't understood a single thing I've said. I didn't come here to drink tea and chat. I want my Pokémon back. Now! Ich bin wieder da, Herr Libell. Ich bin wieder da, Herr Libell. Oh, Dennis, willkommen. Ist Libell unterwegs? Und wer ist diese Alte? What's wrong with this girl? She's just called me an old woman. How rude! What do you know? People with full looks have full mouths as well. I bet she's the daughter of that useless detective, Libell. Hey, old lady, watch your mouth. You can say all you want about me, but I won't let you inside Mr. Libell. And I'm not his kid. I have, you know, you are being very rude to him yourself. Oh, you understand me. More or less. Ja, moin, mehr oder weniger auf Englisch. You get to hear all kinds of languages on the streets of the city. Growing up on the streets, I naturally picked up some bits and pieces. Aber wenn wir uns in einer Fremdsprache unterhalten, grenzen wir Dennis aus. Außerdem möchte ich mich hier nicht noch weiter mit dieser Alten streiten. Hey Flauschi, was meinst du zu dem Ganzen? Kannst du uns vielleicht mit deinen Kräften helfen? Ja. Oh, good. At least there's someone who can understand me. Please forgive my hasty words earlier. I've been in a panic.
My darling Pokemon is more important to me than anything else in the world. I just can't hold myself together when it's missing like this. Ist das Flauschis mysteriöse Kraft? Du hast auf jeden Fall auf einmal die Gedanken der Frau. Die Frau bedauert es, so abfällig über Libelle und Materia gesprochen zu haben. Und der wahre Grund, warum sie so aufgebracht ist, ist ein anderer. Ihr Pokémon wurde gestohlen. Anything else? Where was it stolen? Ist das Flauschis mysteriöse Kraft? Du hörst auf einmal Materias Gedanken. Sie hat keine allzu hohe Meinung von der Frau, die Libelle beschimpft hat. So viel ist sehr klar. Aber auch sie ist in Sorge um das gestohlene Pokémon und will daher helfen. At the town train station, I was approached by a ruffian. And the next thing I knew, my bag was gone and my Pokeball ball with it. Das Flauschis mysteriöse Kraft, du hörst auf einmal die Gedanken der Frau. Sie ging gerade durch den Bahnhof, als es passierte. Ein Mann kam von hinten angelaufen und entriss ihr ihre Handtasche. Sie lief ihm nach, so schnell sie konnte. Doch er hatte sie bald abgehängt. Ja, da wird uns das so ein bisschen übersetzt. Ich bräuchte es jetzt nicht, das sind einfache englische Sätze, aber ja gut, ist ja gar nicht mal so verkehrt. Vielleicht ist einer von euch da dabei, der nicht so gut Englisch kann ja sein. Raffian at the station? That's who it must have been. Ja, es hat ganz den Anschein, als wüsste Mathia, um wen es sich bei dem Mann handeln könnte. Da bin ich wieder. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Aber ich konnte natürlich nicht einfach irgendeinen Tee kaufen. Oh, Mathia und Flauschi sind ja auch hier. Das nenne ich mal perfektes Timing. Habt ihr beiden euch schon unserem weitgereisten Gast vorgestellt? Ja. Eine Verbindung zu den Gedanken von Mathia und der Frau ist abgebrochen. Flauschis Kraft wurde voll unterbrochen. Oh, was denn, Flauschi? Freust du dich etwa, dass ich endlich wieder zu Hause bin? Ich wusste, dass sich Beharrlichkeit auszahlt. Endlich mag Flauschi mich. Herr Lebel, diese Dame hier sagt, dass ihr geliebtes Pokémon gestohlen wurde. Der Dieb ist wohl noch am Bahnhof von Illumina. Wie? Der Tee war also gar nicht das Problem? Dabei habe ich mich in Unkosten gestürzt. Aber egal. Das ist natürlich unwichtig. Konzentrieren wir uns lieber auf den Fall. Kommt, meine jungen Freunde. Die Arbeit ruft. Einen Augenblick, bitte, Herr Lebel. Was hast du, Mathia? Dir ist doch klar, dass ein Pokémon gestohlen wurde, oder? Wir müssen es sofort finden und befreien. Ich glaube, ich weiß, dass wer das arme Pokémon dieser Dame gestohlen haben könnte. Bestimmt war es einer dieser Illumina-Gangster. Das sind wirklich ein paar gemeine Gestalten. Die einzige Sprache, die sie verstehen, ist Kämpfen. Was? Die Illumina-Gangster? So ist es, aber vergessen wir das Ganze am besten ganz schnell wieder. Außerdem ist sie über dich hergezogen, während du weg warst. Die ist gar nicht nett. Wegen so einer will ich in keine Streitereien hingezogen werden. Oh, please, you must help. Mathia? Falsch! Wenn jemand in Schwierigkeiten steckt, dann muss man ihm helfen. Wenn ein Pokémon in Schwierigkeiten steckt, dann muss man ihm helfen. Nach diesem Credo lebt Libelle. Dann hat sie eben schlecht über mich geredet. Na und? Das ändert absolut gar nichts. Warte hier auf mich. Ich gehe zum Bahnhof von Illumina. Herr Libelle! Dennis, bitte geh und hilf Libelle dabei. Er hat keine Pokémon und ich weiß auch warum. Ich hatte mir seine traurige Geschichte erzählt. Er hatte mein treues Partner-Pokémon. Doch eines Tages verunglückte es bei einem Fall. Wenn er sich dem Illumina-Gangster ohne Pokémon stellt, könnte das böse enden. Also bitte, folge ihm und hilf ihm. Bitte geh und hilf Libelle. Du bist doch sein Partner. Ja, Meister. Danke. Die Illumina-Gangster treiben sich hier um an den Bahnsteig ins Bahnhof von Illumina auf dem Nordring herum. Du solltest zwar mit ihm fertig werden können, aber bereite dich trotzdem gut vor. I beg you, please. Please find my precious Pokémon. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe noch nie in irgendeiner Folge oder irgendwas anderes auf YouTube so viel Englisch gesprochen. Das ist neuer Rekord. Ab und zu gibt's mal ein paar kleine Sätze, gerade im Pokémon bauen die das gerne ein, dass man da mal einen englischen Satz hat. Aber es sind maximal zwei Sätze. Das war ja hier jetzt mal was ganz anderes. Das war ja richtig heftig. So, das müsste das Museum, glaube ich, sein. Genau, es ist das Museum. Wo war denn der Bahnhof? Das können wir doch mit Firebird doch herausfinden. So. Doch, hier.
Aber ich fliege trotzdem mal gleich hier hin, weil ich möchte die Pokémon heilen, weil da werden bestimmt Pokémon-Kämpfer auf uns zukommen. Ich weiß, dass meine Aussprache nicht die beste ist in Englisch. Will ich jetzt mal dazu sagen. Ist euch bestimmt jetzt auch bewusst geworden. Aber ich habe mir trotzdem versucht, Mühe zu geben. Es ist nicht gerade einfach gewesen, sagen wir es mal so. Aber trotzdem finde ich das cool, dass man hier so eine lange Passage mit so englischen Texten hat. Ich finde ja sowieso diese Libelle-Story mega nice. Und ja, da freue ich mich schon auf weitere Missionen. Also ich habe gesehen, dass es mindestens 6 Missionen geben soll. Vielleicht sogar noch mehr. Daher muss ich mal gucken. Wir haben es ja bisher so gemacht, eine Mission pro Part. Bedeutet, im nächsten Part gibt es dann die 4. Mission. Dann noch 2 weitere Parts und dann wird wohl das Let's Play vorbei sein. Wenn es 6 Missionen gibt, vielleicht gibt es auch ein paar mehr. Mal gucken. So, wo ist jetzt das, der Bahnhof? Müsste ja da hinten irgendwo sein. Glaube ich. Und ja, ihr wisst ja, dass ich im Praktikum bin, beziehungsweise inzwischen war, glaube ich. Ja genau, inzwischen war. Für mich ist das noch Zukunftssache, mein Praktikum. Und eigentlich hatte ich so geplant, jetzt diese Part und der nächste Part und danach mache ich eine Aufnahmestopp von paar Wochen, bis ich dann wieder weiter aufnehme. Eventuell werde ich es so ein Pokémon so machen, dass ich Pokémon so noch ein bisschen weiter als die anderen Let's Plays aufnehme, damit ich Pokémon schon mal abschließe und dann nehme ich Pokémon komplett vor meinem Praktikum auf und dann das neue Let's Play, was danach startet, nehme ich dann, fange ich dann erst nach meinem Praktikum an. Da muss ich dann mal gucken. Ach, hier ist er. Hier ist er. Hey, 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 hast dich verlaufen, Alter? Bestimmt hast du das, welcher Wahnsinn, die würde schon allein Ärger mit uns suchen. Ach, das war der Mann, egal. Ruhig Blut, junger Mann. Ich bin mitnichten hier, weil ich Streit möchte. Ich suche lediglich ein gestohlenes Pokémon. Ich habe es einer Touristin entwendet. Ihr habt es einer Touristin entwendet und ich bin hier, um es zurückzuholen. Machst du Witze, Alter? Also, was du hier faselst, das ist ja wohl die Definition von Streit suchen. Wenn wir es einfach so wieder rausrücken würden, hätten wir es gar nicht erstehen brauchen. Das sagst du da, oder? Sag mal, Alter, bist du nicht dieser Libell? Damit du Bescheid weißt, wir Lumia-Gangster können dich nicht ausstehen. Kein bisschen klar? Seit Mattia bei dir lebt, hängt sie gar nicht mehr mit uns rum. Das passt uns kein bisschen klar. Wie mein? Alter, du hast mich schon richtig verstanden. Es geht das voll auf den Zeiger. Ja, dieses dämliche Pokémon nur nicht, um dich hierher zu locken. Also komm schon, alter Mann. Trage einen Pokémon-Kampf gegen uns aus. Wenn du gewinnst, geben wir das Pokémon zurück. Aber wenn du verlierst, hältst du dich in Zukunft von Mattia fern. Hast du mich verstanden? Das werde ich sicher nicht tun. Hey, was denn? Hast du Bammel bekommen? Ah, oh Mann, Alter, wie uncool. Du bist total uncool. Buh! Oder willst du uns sagen, du hast kein einziges Pokémon, obwohl du so alt bist? Genau so ist es. Ist das dein Ernst, Mann? Na schön, dann warten wir eben so lange, bis du bereit bist. Kleiner Tipp am Rande, versuch's doch im Mondengras. Komm wieder, wenn du bereit bist, dann kriegst du deine Abreibung. Ah, mit Vernunft ist denen wohl nichts beizubekommen. Ich werde wohl wieder zurückkehren müssen. Ah, Dennis. Du kommst gerade rechtzeitig, um meinen Schmach mit zu erleben. Jugendlichen haben schon recht. Der große Libell hat kein Pokémon. Ich kann also nicht mal das gestohlene Pokémon einer guten Frau zurückholen. Wer bist denn du denn, Dreikäse hoch? Ist der Alte etwa ein Freund von dir? Na dann, musst du eben ran. Du wirst an seiner Stelle kämpfen, klar? Wir sollten wieder erwarten, gewinnen. Geben wir das Pokémon gerne zurück. Dann los geht's. Er ist momentan vorne. Firebird. Passt. Let's go. Let's go. Die erste Trainerin hier. So, aber wenigstens hast du ein Pokémon-Team. Was ist? Wollen wir kämpfen? Los geht's. Ich tue es mir mal dir. Ich mach dich fertig. Ach, nee. Keine Bildung genossen, andauernd nur die Schule schwänzen und dann Drogen in der Ecke nehmen. Das sind die richtigen. Schlimm sowas. Ja, gut. Auf jeden Fall zum Gesprächsthema von eben nochmal zurückzukommen, bedeutet, das Let's Play wird wahrscheinlich, wenn ich es zeitlich jetzt noch schaffe in der letzten Woche, wovon ich ausgehe sogar, weil ich habe jetzt ganz gut produziert, dann wird dementsprechend, oh, das ist mir sogar recht. Das ist mir sehr, sehr recht. Danke, Griffeldes. Dann... was würde ich sagen? Genau, dann
wird das Let's Play komplett von mir aufgenommen, bevor ich dann im Praktikum fahre. Bedeutet, die Pokémon-Folgen, die jetzt noch folgen, die sind von langer Hand vorproduziert. Ist das effektiv? Ist das auch Unlicht oder so? Okay. Wusste ich gar nicht. Könnte Unlicht noch sein, wegen Finsteraura. Und das Projekt, was nach Pokémon X kommt, das steht jetzt auch schon fest. Und darauf freue ich mich auch schon sehr. So, keine Items mehr einsetzen, ist nicht so schlimm. Wenn auch Unlicht, dann müsste ja Sanktuklinge funktionieren. Oh, wir greifen jetzt als erstes an. Aber dann müsste es normal effektiv sein wegen dem Flugtyp. Mal gucken. Normal effektiv. Okay, Wirbelwind. Master wird wieder ausgetauscht. Wer kommt jetzt in den Kampf? Wieder Firebird. Okay, ja mein. Dann fliegen. Ruhig die stärkste Attacke einsetzen, die wir hier haben. Und derweil kann ich ja mal kurz mal gucken, was gefällt es für ein Typ hat. Griffeldes. Oh, Level Up. Und nicht Flug. Ah, okay. Ja, stimmt. Sanktuklinge war ja dann auch normal effektiv. Das hat ja das schon so easy verraten. Was hast du meinen geliebten Pokémon angetan? Das gibt's doch gar nicht. Kann es sein, dass du super stark bist? Ja. 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 So, dann packen wir mal Maron nach vorne. Nicht Master, sondern Maron. Echt jetzt? Du gehst mir voll auf die Nerven, Alter. Als nächstes musst du gegen mich ran. Nimm's nicht persönlich. Ich muss das einfach für Mattia tun. Warum machen die das für Mattia? Mattia ist doch auch auf unserer Seite. Mann. Die Freunde unserer Freunde sind Freunde, so ihr sehen. Pandago. Ich mach mal Protzer. Damit Verteidigung und Angriff steigt. Himmelhieb, okay. Das ist hoffentlich keine Flugattacke. Nee, gut. Weil Flug ist natürlich vierfach stark. So, ich gehe auch mal auf Hammerarm. Ist sehr, sehr stark und unser Angriff ist sowieso gepusht. Wunderbar. Level 55 für Maron. Aber ich muss sagen, hier... Holzhammer. Ich muss sagen, diese Parts hier, diese... Kommt Protzer raus. Diese Pokémon-Parts, die wir jetzt aufgenommen haben, ist jetzt der dritte Part mit Nebel. Die gehen ordentlich auf die Stimme. Weil man halt viel vorlesen muss. Pisofunk, war das nicht hier dieses... die Weiterentwicklung von Mehike? Dann müsste ja Firebird genau richtig hier sein. Mal gucken. Ah doch, das müsste die Weiterentwicklung sein. Nee, das war das Vieh. Ah! Da wäre natürlich Maron noch besser gewesen. Gerade wegen Verteidigungs- und Angriffsboost. Na, jetzt muss es mal Firebird probieren. Ich dachte, das wäre die Weiterentwicklung von Mehike. Auch so ein vierbeiniges Tier, aber ja. Schwertanz. Schwertanz macht er. Ich gehe mal lieber weg. Bitte Kehrtwende, damit ich noch ein bisschen Schaden mache. Ist zwar nur ein bisschen, aber ich kann wenigstens wechseln. Und dann gehe ich zum Master rüber. Keine Wirkung. Sehr, sehr schön. Durch den Angriffsboost habe ich jetzt so ein bisschen Angst bekommen. Und da ja lieber auf sicher gehen, dann sind seine normalen Attacken nicht wirksam und ich kann hier schon mit Sanktuklinge angreifen. Perfekt. 56 auf ihr Master. So, die ist auch besiegt. Wow, einfach nur wow. Wieso bist du so krass stark? Oh, und der letzte. Bleiben wir bei Maron. Na, Krug hat, ist noch auf Level 54. Dann gehen wir mal zu Krug. Der hat sowieso noch volle KP. Let's go. Ey, jetzt mach dich hier mal nicht einen auf dicke Hose klar. Denkst du echt, du kannst gewinnen? Ja. Ach ja, ach ja. Dann Schluss mit dem Gelaber, Alter. Und ran an die Pokebälle. Jetzt wird gekämpft. Wir brauchen Materie hier bei uns. Kapiert? Ach man. Die kapieren es einfach nicht. Shadrago, oh, der hat doch auch den Flugtyp, oder? Ja, mal gucken, was draus wird. Wenigstens ist schon mal sein Angriff gesenkt.
Dann gehen wir mal auf Toxin. Sicher ist sicher. 56. Das ist eigentlich ein sehr gutes Level. Das ist ein sehr, sehr gutes Level. Kraftkoloss macht jetzt sehr, sehr viel Schaden. Angriff sinkt aber auf. Und Verteidigung auch. Dann Schmarotzer. Ja, ich denke, noch ein Kraftkoloss wird mich nicht killen. Oder wird... Ah, Rauhaut. Ah, es ist natürlich... Das ändert jetzt die ganze Sache. Ah, ja, ja, das wird jetzt dann doch killen. Halt auch wegen Rauhaut. Angriff ist zwar gesenkt, aber es reicht dann nicht. Schade. Egal. Nicht so schlimm. So, gehen wir mal zu Moonlight. Ich weiß zwar jetzt nicht, was er für ein Typ hat. Könnte Drache auch sein, daher dachte ich mal, kann ich ja zu Moonlight mal rübergehen. Mondgewalt einsetzen. Rex dachte ich wegen Kraftkoloss, wird das nix? Firebird könnte, weiß ich nicht. Maron weiß ich nämlich auch nicht. Ah, das passt, wunderbar. Wunderbar. 56 auf für Moonlight. Jetzt kommt Rabigator. Was war Rabigator? Ach, Rabigator ist doch hier. Krug. Krug ist doch ein Rabigator, oder? Ich glaube ja. Ja, genau, genau. Ah, da wissen wir ja, was Rabigator für Schwächen hat. Das kennen wir doch am eigenen Leib zu sehen. Zum Beispiel Kampf. Hände im Unterstieb. Aha, Sandsturm macht er. Aber ich glaube, erst wird er nicht überleben. Ah, doch, doch. Ein bisschen schon. Dann setzen wir mal unsere neue Attacke ein. Holzhammer. Erdbeben wird sie jetzt zu uns nicht killen. Auf keinen Fall. Und zack. Die neue Attacke. Sehr, sehr stark. Leider mit Rückstoß, aber daher habe ich immer noch Samenbomben drin. Kann aber denn doch schön reinhauen, weil halt auch 100%ige Genauigkeit, das ist eigentlich ganz nice. Du gehst mir sowas von auf den Senkel. Gut, das ist nicht anders gewollt. Ich werde... Hört jetzt auf damit! Mattea! Sagt ihr, sollt damit aufhören! Gib das gestohlene Pokémon zurück! Halt den Rand, Mattea! Das ist alles doch überhaupt erst deine Schuld. Du wolltest plötzlich nicht mal mit uns abhängen. Warum sollten wir uns überhaupt noch versammeln, wenn du nicht kommst? Du bist doch unser Boss. Hast du mal daran gedacht, wie einsam wir sind? Sie wirst uns ab, um mit dem Alten rumzuhängen. Sollen wir das einfach so hinnehmen, oder was? Mensch, da habe ich euch doch gesagt, dass ihr mich nicht als Gangmitglied betrachten sollt. Ihr habt mich einfach zu einem Boss gemacht, ohne mich zu fragen. Ich meine, geht's noch? Wenn ihr mich weiterhin so bedrängt, dann werde ich wieder wütend. Nein, alles nur das nicht. Alles klar, wir haben es kapiert, Boss. Du musst nicht unser Boss sein, Boss. Aber wir vermissen dich eben total krass. Das ist die Wahrheit. Hier, wir geben auch das Pokémon zurück. Also sei uns nicht mal böse, okay? Na schön, ich will Gnade vor euch vor Recht ergehen lassen. Aber ihr müsst euch noch bei der bestohlenen Frau und Herrn Lebel entschuldigen, damit das klar ist. Wird gemacht. Tut mir wirklich leid, dass ich so schroff war. Bitte sehen Sie es mir nach, okay? Okay? Sicher. Ich bin nicht nachtrank. Das Pokémon ist wieder da. Also ist wieder alles gut. Ende gut, alles gut. Also dann, Dennis, Mattea, gehen wir zurück zum Libell-Büro. Ja. Ach ja, wartet bitte noch einen Moment. Ich hätte beinahe etwas vergessen. Hey, ihr jungen Leute. Hä? Ihr wollt also alle nur mit Mattea befreundet sein, sehe ich das richtig? Ja. Und ob wir das wollen? Ich kann Leute, die Business tun, nicht dulden. Vor allem, wenn sie so niederträchtig sind, dass sie Tränen an ihren geliebten Pokémon klauen. Aber ich glaube auch an das Gute im Menschen. Nein, ich glaube nicht nur daran, ich weiß einfach, dass Menschen sich genau wie Pokémon weiterentwickeln können. Wenn ihr also versprecht, fortan anständig zu sein, dürft ihr Mattea gerne im Libell-Büro besuchen. Ja, Libell. Libell. Kommt, gehen wir zurück zum Libell-Büro. Herr Nippel, ich möchte mich wirklich für vorhin entschuldigen, das war echt mies. Als ich die alte Frau dich beleidigt hat, habe ich einfach rot gesehen. Einzig ist süß aller Tugenden, Mattea. Mehr will ich nie von dir verlangen. Aber dass du früher ein Gangmitglied warst, hat mich beinahe aus den Schuhen gehauen.
Aber nein, Herr Lippe, ich war niemals Mitglied bei dieser komischen Gang. Ich habe mich mal mit ihnen gestritten, das ist alles ehrlich. Und als ich sie plötzlich besiegt hatte, haben sie mich urplötzlich zu ihrem Boss gemacht. Nach meiner Meinung hat niemand gefragt. Sie sieht aus wie ein ganz harmloses Mädchen, aber Mette ist irre stark. Das könnt ihr uns ruhig glauben, Meister Lebel und Dennis. Oh, der Junge von den Illumina-Gangstern. Du kommst es früher besuchen als gedacht. Aber wie hast du mich gerade genannt? Meister Lebel? Ich bin kein Meister. Ach, eine respektvolle Anrede kann ich ahnen. Aber wichtig ist, was ich ihnen zu sagen habe. Wir von den Illumina-Gangstern sind ab jetzt nicht mehr böse und tun uns alle einen Job. Jawohl. Wir entwickeln uns also weiter, wie versprochen. Also lassen Sie uns mit Mattia befreundet sein. Spricht da auch die Wahrheit, mein jugendlicher Freund? Das ist ja ein ganz famoser Entschluss. Jeder muss im Speise des Angesichts irgendwas machen. Joy-Con hat gespinnt, aber egal. Ein so kräftiger und gesunder Junge wie du sollte arbeiten, arbeiten, arbeiten. Jawohl. Ja, das war schon alles, was ich sagen wollte. Bis bald, Mattia. Eine Frage, Herr Lebel. Was hast du, Mattia? Herr Lebel, du hast gerade gesagt, wer jung und kräftig ist, der sollte auch arbeiten. Aber ich arbeite nicht. Du hast gesagt, ich könnte mitkommen und hier als dein Assistenten arbeiten. Aber ich tue nichts. Ich lasse mich die ganze Zeit von dir unterrichten. Das ist alles, was ich tue. Darf ich das denn? Darf ich einfach nichts tun? Keine Sorge, Mattia. Seit du hier bist, hast du ohne Unterlass gelernt. Lernen ist eine sehr wichtige Aufgabe für Jugendliche. Ja, aber wir verbringen so viel Zeit im Lebelbüro. Das kommen irgendwie nie Klienten. Halten Flauschi und ich dich vielleicht von der Arbeit ab? Kann das sein? Trotzdem hast du das Geld ausgeschlagen, das dir die ältere Frau als Finderlohn zahlen wollte. Herr Lippel, kannst du es dir wirklich leisten, dass Flauschi und ich hier sind? Du musst dir überhaupt keine Sorgen machen. Lippel hat jede Menge Ersparnisse, das ist doch klar. Wenn ich meine gesamten Notgroschen auftürme, wäre der Geldstapel so hoch wie der Kraterberg. Oh, aber der Kraterberg aus der Sinnoh-Region sagt dir wahrscheinlich nichts. Was mit der? Aber uns! Ja, Lebel war ja schon mal in Sinnoh. Da ja, die Referenz. Ja, sorge dich jedenfalls nicht ums Geld. Lerne lieber so fleißig du kannst, damit du bald als meine fähige Assistentin arbeiten kannst. Wow. Du, Flauschi. Ja. Herr Lebel hat gesagt, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, aber ich finde, das geht zu weit. Wir können doch nicht die ganze Zeit so abhängig von ihm sein und ihm auf der Tasche liegen, oder? Er lässt uns hier umsonst wohnen und er füttert uns auch noch durch. So geht das doch nicht. Ja, ja. Ich denke, dass ich was unternehmen muss. Danke, Herr Lebel. Kann ich ja jetzt lesen. Rate mal, was ich beim Spaziergang neulich gesehen habe. Eine Stellenanzeige. Miau. In der Anzeige stand, die Arbeit sei ganz einfach und jeder könne sich bewerben. Ich werde also gleich dorthin gehen und sie bitten, mich einzustellen. Was sagst du dazu, Flauschi? Miau. Echt? Na, nice. Puh, war das ein Part, ey. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause, eine Sprechpause, weil ich kann nicht mal reden, mein Mundwerk tut weh. Und daher sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin und bye bye.